Also das Schlimmste, was dir in Ulvenkahn begegnen kann, ist und bleibt der Vaxgier. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Und um den wird es heute gehen. Den Vaxgier aus dem Cursed City Spielsystem. Hallo und herzlich willkommen zum Adeptus Stammtisch. Heute könnt ihr euch einmal anschauen, was dabei rausgekommen ist. Nameplates. Okay, ja, das war jetzt wenig überraschend. Tabletop Forge ist einfach an allen Ecken und Enden bekannt für geile Nameplates. Okay. Aber was macht das Ganze jetzt so besonders? Ja, es sind Till und Tobis Verpackungen, diese geilen bunten Tüten. Ich glaube, jeder steht drauf. Aber jetzt mal ernsthaft. Das Spielsystem Cursed City von Games Workshop hat ja schon extrem geile Modelle. Das Ganze spielt ja im Age of Sigmar-Universum und so kam es, dass wir uns darüber unterhalten haben, wie kann man das noch schöner gestalten. Und so ist dieses Bundle der gesamten Nameplates rausgekommen. Alle namhaften Charaktere haben eine schöne Plate bekommen, die das Ganze noch ein bisschen aufpimpt. Und so muss man natürlich nicht immer im Heft gucken, Mensch, wie heißen die denn jetzt? Nein, auch seine Helden und alle Gegner, wie gesagt, namhaft, die bekommen jetzt die Plate unten dran. Und jeder, der bei Tabletop Forge schon mal bestellt hat, weiß um die Qualität, die da geliefert wird. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, bestellt euch Nameplates. Das ist einfach nur geil. Es gibt auch übrigens ein Kennenlernset, wenn ihr da mal Bock drauf habt. So, also hier seht ihr jetzt die Bilder der Nameplates, so wie sie geliefert werden. Klar, unbemalt und alle noch mit dem entsprechenden Anguss dran. Kann man abkneifen. Vorher, nachher, man kann einzeln bemalen, man kann alle auf einmal bemalen. Aber um euch einen Anreiz zu geben, dass das keine schwere Sache ist und auch schnell gehen kann, habe ich euch hier einmal ein Beispiel vorbereitet. Wer hätte es gedacht? Es geht um den Vaxgier. Für mich persönlich eines der geilsten Modelle in diesem ganzen Spiel. Ich finde es einfach, ist eine epische Erscheinung. Was denkt ihr über die Modelle? Findet ihr die auch so geil oder ist es total lame oder so? Lasst uns das mal wissen. Ja, so sieht dann nun die einzelne Nameplate aus, unbemalt, einfach nur aus dem Rahmen geknipst. Ich habe mir dann meine Patafix-Halterung genommen, die funktioniert für sowas recht gut, um dann das Ganze vorzubereiten. Auch der erste Schritt ist, denke ich mal, keine große Verwunderung. Also nach dem Abknipsen und Entgraten geht es an die Airbrush, um die erste Schicht Grundierung aufzutragen in Schwarz. Wichtig, wenn ihr das macht, vergesst nicht die Kanten. Dann geht's weiter mit dem klassischen Gewehe LED-Belcher. Also, ich kenne fast kaum einen, der nicht LED-Belcher irgendwo zu Hause in der Schublade hat. Trockenbürsten, drauftupfen, drüber streichen, wie auch immer. Also, mein Ziel ist, dass das Ganze so ein bisschen abgeranzt metallisch aussieht, dass das irgendwie so zu diesem düsteren Ulfenkahn Cursed City Style passt und jeder, der sich mit der Hintergrundgeschichte so ein bisschen beschäftigt hat und den Roman gelesen hat, weiß, glaube ich, was ich meine. Als nächstes geht es rüber zum Stormhorse Silver, auch wieder Trockenbürsten, da allerdings jetzt ein bisschen dezenter, um mit Typhus Corrosion weiterzumachen, um so ein bisschen Verwitterung aufzutragen. Und hier kann ich nur irgendeinen fuddeligen alten Pinsel empfehlen. Typhus Corrosion ist jetzt nicht das beste Zeug für eure hochwertigen Pinsel. Damit könntet ihr euch die beschädigen, dass ihr keine feinen Spitzen mehr habt. Deswegen nehmt irgendeinen alten, ausgedienten Pinsel. Bei mir ist das der Shade-Pinsel von Games Workshop. Der tut tapfer und treu seit, ich glaube, 4 Jahren seinen Dienst und macht alles ordentlich. So, nachdem ihr dann die Farbe aufgebracht habt, kommt der heikle Moment, wo bringe ich die Plate überhaupt an? Da müsst ihr euch jetzt entscheiden, je nachdem, wo für euch vorne beim Modell ist, so dass ihr das immer in die entsprechende Richtung drehen könnt, dass es da dann sichtbar und lesbar ist. Denkt nur daran, ihr hantiert mit Sekundenkleber. Es könnte passieren, dass eure Finger an der Figur oder an der Nameplate festkleben. Also aufpassen. So sieht das fertige Produkt dann aus. Der Vaxgier fertig mit der Nameplate. Ich finde es geil, das ist eine Kampfwertsteigerung um 100%. Und genauso sehen die anderen Modelle auch aus. Wenn ihr Bock aufs Bundle habt, guckt bei Tabletop Forge vorbei. Wenn ihr Bock auf Bilder habt, die gibt es auf Instagram bei uns beim Stammtisch. Die gibt es bei Tabletop Forge. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer ciao, bis zum nächsten Mal.